Hören. Für die einzige Österreicherin unter den Kandidatinnen waren diese Worte aber kein Schock, sondern eigentlich mehr eine Erlösung. Wir trafen sie vorab bei ihrer Landung in Graz. Auf diesem Flughafen landet gleich der Flieger mit der 16-jährigen Larissa an Bord. Seit Monaten ist die Kärntnerin von zu Hause weg. Umso glücklicher ist Larissas Familie jetzt, sie wieder in die Arme schließen zu dürfen. Und dann öffnen sich endlich die Türen. Mit einem Oscar in der Hand schreitet Austria's Next Topmodel Larissa mit erhobenem Haupt dem Ausgang entgegen. Das habe ich mir verdient! Ich hab's mir verdient! Vor lauter Freude vergisst Larissa sogar auf ihr Gepäck. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one of them. Mein Humor habe ich auch nicht verloren. Nein. Aber wirklich nicht. Das sieht super aus. Noch besser als vorher. Ja. Gibt es eine Steigerung? Ja, noch. Super. It's just not enough. My words were cold and flat. Larissas Übermut und die Freude, ihre Familie endlich wiederzusehen, schlägt sich schnell in Erschöpfung nieder. Boah, wir fixen uns fertig, ganz ehrlich. Das Alleinsein hat jetzt ein Ende. Am Flughafen schüttet Larissa erstmals ihr Herz aus und spricht über ihre schwierige Zeit bei Germany's Next Topmodel. Ich war auf mich allein gestellt und musste mich allein durchkämpfen, und als ob der Stress nicht schon schlimm genug wäre und der Heimweh, dann kommt noch das dazu, dass du nicht mal Freunde hast, sondern die kritisieren dich, auch wenn es nicht zu kritisieren gibt. Die nörgeln an allen rum dann und was weiß ich was. Nachdem Larissa ihren Ärger Luft gemacht hat, zeigt sie ihren Eltern erstmals ihre sexy Fotos. Für Larissas Vater fast schon etwas zu sexy. Und zudem haben sie gesagt, dass es unsexy ist. Sag mal. Schau dir das an. Was, das bist du? Ja. Ich sperre jetzt ein, okay. Ja, den ein oder anderen Verehrer wird Larissa schon haben. Noch merkt die 16-jährige Kärntnerin jedoch noch nichts davon. Ich habe jetzt gedacht, mich erwarten jetzt, dass sich hunderttausende Leute jubeln, wie jetzt bei Popstars oder so, und dann sehe ich dahin, hi! Danke! Wollte Autogramme haben. Das ist mein Fanclub. Was Larissa zu Hause sonst noch alles erwartet und welche Überraschung ihre Eltern für sie vorbereitet haben, sehen sie am Montag um 19.10 Uhr in der VIP-Lounge. So, aber was Sie jetzt schon sehen, vorab, hier in echt und live, ist Larissa. Heute schon bei mir, gestern noch bei Stefan Raab, jetzt bei uns im VIP-Lounge-Studio. Ich freue mich so unglaublich, dass du da bist, nämlich die letzten Wochen, ich möchte ja fast sagen Monate, immer nur über den Bildschirm gesehen, und jetzt bist du endlich da. Ja, ich freue mich, sehr bequem hier. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ja, gestern warst du bei Stefan Raab. Wie war es denn so? Ja, es war toll. Also Stefan ist ein toller Typ. Ich bewundere echt. Der hat eine Gabe, so viele Menschen in dem Raum irgendwie zum Lachen zu bringen. Das muss man mal schaffen. Also gut, er hat auch ein bisschen mit ihm geplaudert? Naja, hat die Zeit leider nicht erlaubt, aber er ist in echt wirklich so, wie er bei TV Total rüberkommt. Also, ja, er verstellt sich gar nicht, er ist wirklich so. Also total sympathisch? Sehr sympathisch, ja. Im Gegensatz zu manche anderen, zum Beispiel bei Germany's Next Topmodel, wir wollen jetzt keine Namen nennen. Ich würde einfach vorschlagen, wir schauen uns mal ein paar Ausschnitte an bei Germany's Next Topmodel und bei Heidi Klum. Als Quereinsteigerin hat Larissa keinen leichten Start. Die Larissa hat gerade gewonnen bei Austria's Next Topmodel und sie stößt heute hier dazu. Ausgerechnet mit Oberzicke Tessa bildet Larissa ein explosives Duo. Weil das ist wie ein Topf und ein Deckel. Bis darauf, dass wir ein schöner Topf und ein schöner Deckel sind. Genau. Und jetzt haben zwei durchgeknallt aufeinander gefunden bei Germany's Next Topmodel. Bei der ersten Gelegenheit kracht's aber gewaltig. Du laberst manchmal so einen Mist, so einen Dreck daher. Du, ich hab bei euch nicht. Mein Gott! Das Image der Außenseiterin bleibt. Larissas schlimmster Moment, das Umstyling. Scheiße, okay! Ich hasse Haare schnell. Ich hab volles drauf an den Haare schnell. Wenn ich die Schere sehe, kriege ich Panik. Nur durch ein Ultimatum von Heidi vertraut sie den Stylisten und bleibt in der Show. Ich dachte, du sitzt schon im Flieger. Oder bist du auf dem Weg zum Flughafen? Ja, so schnell wird's mir nicht los. Meinst du? Ja. Nach 8 Wochen ist Schluss. Heidi kickt die hübsche Kärntnerin aus dem Rennen. Es tut mir leid, aber ich habe kein Foto für dich.
trotzdem danke. Ich will aber eine Kopie davon. Ja? Von deinem letzten Foto? Ja. Larissa, es gab heute kein Foto. Dann bekommst du auch kein Foto. Tut mir leid. Ja, von wegen kein Foto. Du hast ein Foto bekommen, das wurde nur rausgeschnitten. Voll fies eigentlich. Ich habe mir geholt, das mir gehört. Das habe ich mir verdient. Ja, aber sowas von. Da bist du. Bildhübsch als Brigitte Bardot. Sag mal, wie geht's dir denn jetzt so überhaupt, wenn du da sitzt und dir die ganzen Ausschnitte anschaust der letzten Wochen, der letzten Monate, das Rausschmeißen gestern? Ja, also ich habe mich in kurzer Zeit erholt. Ich bin eigentlich jetzt nicht traurig oder so, im Gegenteil. Ich finde, Germany's Next Topmodel war für mich eine Tür, ein Tor, das hat sich geöffnet. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt den Weg und schlage jetzt meine eigene Linie ein und gehe schon meinen Weg. War dir das dann eigentlich bewusst, wo du im Hubschrauber gesessen bist, auf dem Weg zu Heidi Klum? War dir da eigentlich bewusst, was da gerade passiert ist, dass du Austria's Next Topmodel geworden bist? Oder hast du das gar nicht verarbeitet, weil es so schnell ging? Also ehrlich gesagt, es ging so schnell. Ich hatte kaum Zeit, das zu verarbeiten. Es ging gleich weiter in die nächste Challenge zu Germany's Next Topmodel. Und also richtig verarbeiten tue ich das Ganze erst jetzt. Jetzt dann, es ist ziemlich schwierig, wieder in den Alltag hineinzufinden. Es ist gar nicht so einfach, aber ich schaffe das schon. Du schaffst das ganz sicher, da mache ich überhaupt keine Sorgen, du Kärntner. Kämpferin, sage ich immer. Hast du eigentlich was mitbekommen von Heidi Klums Schwangerschaft, so die letzten Wochen und Monate? Abgesehen von den Launen jetzt. Aber. Na, habe ich nicht viel mitbekommen. Also, ja, ein Kind für sie. Ist ja wunderschön. Ist ja wunderschön. Aber du hast, ich freue mich für sie auf alle Fälle. Ist ja wunderbar. Euer Verhältnis war ja so. Larissa wird sie ihr Kind sicher nicht nennen. Aber ich freue mich für sie. Es war ja doch sehr fragwürdig, irgendwie, euer Verhältnis. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, ihr gebt es euch so richtig. Ja, also ich kann so. Heidi Klum hat einen wahnsinnigen Geschäftssinn, den ich bewundere. Mhm. Aber ob sie jetzt mein Vorbild ist oder nicht, das ist nicht ausschlaggebend. Also ich gehe, wie gesagt, meine eigene Linie, meine eigene Richtung, das ist gut so. Mhm. Und ich will jetzt nicht, ich will keine Kopie von ihren werden und da gehe ich meinen eigenen Weg. Dann machen wir uns auch gar keine Sorgen, du schaffst auf alle Fälle. Ja. Es gibt ja Gerüchte in der aktuellen InTouch zum Beispiel, da steht drin, dass Marie angeblich einen Deal hat mit ProSieben. Sie soll angeblich Zweite werden bei Germany's Next Topmodel, weil sie ja schon einen anderen Modelvertrag unterschrieben hat. Hast du davon gehört? Tja, also für was? Für einen zweiten Modelvertrag halt. Also davon weiß ich gar nichts, von einem zweiten Modelvertrag. Ich frage mich, für welche Firma. Irgendeine Modelagentur hat man das gelesen. Also man liest ja so viel gerade im Moment. Man liest ja auch, dass Sarah angeblich gewinnen wird. Kannst du dir das vorstellen? Nein, ich weiß es nicht. Ich tippe. Also am meisten vergönnen würde ich, ehrlich gesagt, Sarina. Mhm. Denn die hat etwas, was einige der Mädels nicht gehabt haben, das ist Herz, Charakter und Mitgefühl. Und es ist einfach eine tolle Persönlichkeit. Mhm. Deswegen, ich würde es in echt vergönnen, dass sie sehr weit kommt. Aber sonst tippe ich, also zu meinen Favoritinnen zählen Mandy und Sarina. Ira ganz sicher nicht, es wäre deine Lieblingsfreundin, aber es war ja auch so unfassbar, was wir gelitten haben. Ja? Wir als Österreicher haben die alle immer fest die Daumen gedrückt und die Mädels waren so unfassbar zickig. Ja. Ira, da habe ich jetzt ein ganz spezielles Foto für dich, du wirst dich freuen, ja? Bei einer Modeschau, schau mal. Ist gemein jetzt, oder? Die ist nicht besonders sportlich, oder doch? Hat die ist viel das Sport Heidi gemacht? Klum, oder? Nee, das ist Ira. Ach so, oh, Entschuldigung. Nein, das ist nicht Heidi, das war Ira. Macht die viel Sport nicht, oder? Ihrer Sport, ich habe sie noch nicht dabei gesehen, ehrlich gesagt. Aber gesund ernähren auch nicht wirklich, oder? Naja, die Ihrer. Nö. Ich habe auch noch gelesen, Männer rennen mir immer davon, weil ich immer so viel rede. Du hast überhaupt keine Zeit für Männer im Moment gerade. Ja, leider nicht. Aber dafür hast du Zeit für die Model-WG. Die startet hier bei uns auf Puls 4 am 4. Mai. Model-WG klingt super. Ich finde das echt klasse, die Idee. Und es wird sicher witzig. Da schaue ich gerne vorbei. Alles klar, dann sehen wir uns spätestens da wieder.
In der Zwischenzeit alles Liebe, alles Gute und schön, dass du hier bei uns warst. Ich freue mich. Ah, ja, du bist ja 16, du hast doch noch keinen Führerschein, gell? Nein, aber ich habe einen Chauffeur. Du hättest mein Vater. Nämlich, dir geht's gut, aber du hättest nämlich jetzt die Möglichkeit, mit dem Poker-Cup, mit dem Ladies-Poker-Cup einen Porsche zu gewinnen, einen brandneuen, aber du könntest ihn noch nicht fahren. Denn Puls 4 und das Concorde Card Casino suchen die beste Pokerspielerin des Landes zu gewinnen. Wie gesagt, gibt es einen brandneuen Porsche. Und beim letzten Tourstopp in Niederösterreich haben wir gemeinsam mit dem Körpersprachenexperten Willi Gansch die Spielerin mal ganz genau unter die Lupe genommen. Seine Analysen und Tipps vom Poker-Experten, die sehen Sie am Sonntag um 22.30 Uhr in puls4.com Event TV. So, und das war's auch schon für heute. Danke, liebe Larissa, dass du da warst. Hat mich gefreut. Alles Beste wünsche ich dir, aber wir hören und sehen sowieso noch viel voneinander. Ja, ich komme mich sowieso wieder besuchen. Ja, das würde ich schwer hoffen. Ja, das war's für heute mit der VIP-Lounge. Einen schönen Abend.